Willkommen zur heutigen Abendshow von Besser München TV. Heute im Studio Joschi Grasmüller und Isi Zebrian. Unsere Top-Themen heute sind Berlin. Seit neuestem stehen im Asia-Restaurant Wang Zhang Elefanten auf der Speisekarte. Wenn man den Tieren jedoch gut zuredet, gehen sie vielleicht auch bald wieder runter. Ihr habt doch alle bestimmt von der Tragödie in Paris gehört, dass der Islamische Staat mehr als 130 Menschen getötet hat. Aber das ist nichts im Vergleich von 3:1 vom FC Bayern und dem BVB. Ich habe hier gerade eine Eilmeldung hereinbekommen. Der Prozess Bob der Baumeister gegen Angela Merkel ist angelaufen. Der Handwerker hatte die Bundeskanzlerin ja im Frühjahr wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt. Wir schaffen das, war schon von Anfang an mein Satz, meinte der Kinderstar gegenüber der Presse. Und nun zum Top-Thema aus München. Unsere Außenkorrespondentin wird uns mehr darüber berichten. Hallo, guten Abend, Frau Zepian. Ich bin hier in der Nymphenburger Schule und die Lage ist positiv entspannt. Das Wetter spielt schön mit und ich stehe hier mitten in der Aula. Wie man sieht, ist hier sehr viel Trubel. Hinter mir spricht Otto Herz, ein berühmter Reformpädagoge. Unsere Welt ist darauf angewiesen, bei all dem Wahnsinn, den es gibt, dass mehr Menschen mehr Zivilcourage zeigen. Deswegen, nichts ist unmöglich. Ihr werdet Hoffnungstäter für Zivilcourage. Wir werden jetzt mal kurz in den Unterricht schauen und dazu klopfe ich jetzt mal an. Schnippen ist hier nicht. Du sitzt nach. Hä, hey, er wollte doch nur die Frage beantworten. So geht das nicht weiter! Setz dich wieder hin. Das nennt man Zivilcourage. Einer für alle. Alle für alle. Nee. Du setz dich jetzt wieder hin. Nein. Doch. Nein. Ich will den Unterricht weitermachen. Setz dich wieder hin. Nein. Oha, das war ja ganz schön heftig. Schauen wir mal, ob es in einer anderen Klasse genauso ist. Morgen, Klasse 8. So, wir haben ja letzte Stunde diese Alt-Mach-Neu-Maschine gebaut. Ich habe die daheim noch ein bisschen verändert und einfach verbessert, dass es besser funktioniert. Und ich würde sagen, probieren wir jetzt mal aus. Hier auf Andrücken. Boah. Aha, das war ja schon mal interessant. Mal schauen, was hier passiert. So Leute, passt auf. Jetzt seht ihr was essentiell für unsere Zukunft ist. Yvonne präsentiert uns jetzt ihre neue App, die Pflanzen in kurzer Zeit zum Wachsen bringt. Da seht ihr es. Und wie lange hat es jetzt gedauert? Das ist ja spannend. Mal schauen, was hier passiert. What?
Punkt 3, Verantwortung. Alle zusammen, Verantwortung. Nochmal, Verantwortung. Was ist denn jetzt mit meiner Zukunft? Ich verstehe das nicht. Was bedeutet Antwort? Und wie übernimmt man überhaupt Verantwortung? Wie kann man das konkret anwenden? Ich übernehmen Sie auch Verantwortung? Nein, weil ich will. Nein, das will ich auch nicht. Meine Eltern sagen immer, ich mehr Verantwortung. Ja, und jetzt seid ihr gefragt. Das war jetzt das Neueste von der Nymphenburger Schule und jetzt zurück ins Studio zu Frau Sepian und Herr Grasmüller. Im Anschluss kommt jetzt noch das Wetter und dann war es das schon wieder für heute. Auf Wiedersehen und bis bald. Wie man sieht, hat es geschneit. Doch das Wetter wird besser. Wunderbar.